So, da bin ich wieder. Und, ja, es wird Zeit, unseren Arena-Leiter hier, Rocco, aus Marmoria City herauszufordern. Ja, mein Team ist unverändert. Hier könnt ihr nochmal gucken. Hier unverändert, ich habe nicht trainiert. Das habe ich ja schon davor getan, deswegen fand ich es irgendwie unnötig, jetzt noch ein bisschen zu trainieren. Denn ich will jetzt unbedingt den Arena-Leiter, nämlich Rocco, herausfordern. Und ja, gehen wir mal rein. Hallo. Hallo, sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon-Champion. Ja, klar. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Oh, okay. Alles klar, dann kann es losgehen. Das Pokémon an der Spitze der Pokémon-Liste kämpft als erstes. Was? Wirklich? Wenn du die Reihenfolge der Pokémon änderst, könnte Kämpfe leichter werden. Probier es aus, um so deinem Gegner besser zu trotzen. So, wen haben wir? Ich glaube, da war eine extra Einladung. Du bist ganz gut, aber nicht so gut wie Rocco. Na, dann würde ich mal sagen, los geht's. Ich bin der Arena-Leiter von Marmoria City, Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es immer noch mit mir aufnehmen? Okay, zeige mir, wie gut du bist. Also, wie ich gesehen habe, das gegen Stein-Pokémon normal Gift. Feuer. Ja, ich glaube, die Attacken sind schlecht gegen Gestein. Und das Problem ist, mein Bibor besitzt nur diese Attacken. Das wäre ein kleiner Stand auf Level 12. Das Problem ist, Pflanze und Wasser ist gut gegen Gestein. Also hätte ich jetzt diese Samen oder Chi genommen, wäre das viel leichter gewesen. Aber leider, oder was heißt hier leider? Aber zumindest habe ich jetzt ein cooles Clutexo und mit dem werde ich auch beißen. Zumindest habe ich jetzt Smatpo und wir setzen Konfusion ein. Irgendwie viel zu ziehen. Boah, zieht schon ein Stückchen. So, ein Einleger. Mal sehen, ob ich den mit einem Tackle wegnehme. Wäre schön, wenn. Nein! Ich starte nur. Der Tackle haut richtig rein. Und das Problem ist, Gestein ist auch gut gegen Flug, das ist halt hier ein bisschen... Ja, ist einfach scheiße. Also ich habe nur Pokémon, die schlecht gegen Gestein sind. Deswegen werde ich jetzt so viele Pokémon wie möglich... nein, ich muss nicht Pokémon wechseln, so viele Pokémon wie möglich gegen Onix hier einsetzen. Und ja, aber ich muss sehen, gefällt sich paar wahrscheinlich. Ja, die haut mich hier weg. Einfach so viele Pokémon wie möglich hier entgegenzuwerfen. Um denen halt so viel Schaden wie möglich zu machen. Muss jetzt wohl so schlagen. Macht zwar nicht viel Schaden, wie man hier sehen kann, aber mein Giftstachel wird auch nicht viel bringen. Und es ist Schaden, es ist Schaden. Also es kann auch sein, dass ich jetzt verliere, aber... Dann werde ich einfach nochmal trainieren. Okay, Taubsi, los geht's. Komm, Taubsi, schaffst du's. Windstoß. Klammergriff ist mies. Macht auch nicht viel Schaden. Los. Ah, scheiße, das fällt gerade. Das ist richtig hart. Ich glaube, das würde auch meinen Check so umhauen. So, scheiße. Oh, scheiße. Los geht's, Metallklaue. Das ist erstmal meine einzige Hoffnung. Der Metall... Ja, das ist sehr effektiv, aber... Der Felsgrab ist auch extrem effektiv gegen... Boah. Boah, komm.
Metallklaue. Nein. Los, komm. Metallklaue. Du Texo. You can do it. Da. Zu wenig. Angriff steigt sogar. Das könnte meine Rettung sein. Boah, super Klammangriff. Komm. Du Texo. Schaffst es. Ja. Natürlich wieder super gemeistert, also Glutexo. Ich finde es schön, dass Glutexo Metallflower erlernt, finde ich extrem gut jetzt. So. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrerbietung. Also erhält den Felsorden. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Natürlich muss diese Attacke beherrscht werden. Also gewinnt 1400 Poké-Dollar. Warte, nimm das hier auch. TM 39. Eine TM enthält natürlich. Ja, das wissen wir ja schon. Ja. Ah, Felsgrab. Okay, ist gut. Boah, ist schon hart, ey. Initiative. Die da gesenkt wird. Das ist irgendwie schon hart. So. Wir brauchen jetzt erstmal kurz hier ein bisschen leiser. So. So. Ups. So, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja. Warum lese ich das eigentlich vor? Hallo? Bin ich? Ja, das mache ich nicht. Einfach. Oh, da ist ein Pummeluff. Mit so riesen Klubschaugen. Boah, ich dachte, jetzt schlafe ich ein. So, wo waren die geblieben? Also, wir sehen das hier fertig, super. Dann würde ich mal sagen. Okay, ich glaube, hier haben wir schon alles abgesucht, oder? Ja, müssten eigentlich schon. Dann würde ich mal sagen, gehen wir los. Hallo, wie geht's denn so? Oh, Aldi, ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen, also nimm das bitte. Turbo-Tritter, ja, endlich. Danke. Drücke den B-Knopf, um zu rennen, aber nur, wenn Platz ist. Und ich muss ins Labor zurück. Bis die Tage. Ein Brief ist dabei. Hallo, Aldi. Hier ein paar Turbo-Tritter für meinen geliebten Trainer. Denk daran, ich drücke dir stets die Daumen. Gib nie auf, deine Mama. Weil, klar, super. Endlich Turbo-Tritter. Darauf muss man ja echt warten. Hallo? Was schaust du mich so an? Pokémon-Kampf. Das ist halt Pokémon-Welt. Die lösen alle ihre Konflikte mit dem Pokémon-Kampf. Taubs. Ricarda. Er erinnert mich an einen Platzkameraden von mir, der Ricardo heißt. was nehmen wir denn? Wir nehmen Konfusion. So, nochmal Konfusion und das sollte reichen. Schönes Training für mein Smackbo. Noch ein Taubsi. Diesmal auf Level 9. Konfusion. Noch ein Taubsi. Was heißt hier noch ein Taubsi? Taubsi setzt und Dings. Sandwürmer. Oh Gott, ich verspreche mich gerade die ganze Zeit. Wie immer. Kennt ihr ja. So. Wie wird die ausgesprochen? Ricarda oder sowas? Du bist gefährlich. Alle gewinnen 144 Poké-Dollar. Boah, ich sollte mal aufhören, die ganze Zeit zu labern. Sonst verspreche ich mich so hart.
Hey, ich kenne dich aus dem Latania-Wald. Ich dich aber nicht. Mehr. Eine Herausforderung von Käfersammler Attila. Oder Attila? Raupi wird von Käfersammler Attila in den Kampf geschickt. Raupi, ein süßes kleines Raupi. Und es wird jetzt von einem süßen kleinen Smetbo gekillt. Ich muss sagen, diese Attacken, die Smetbo und Bibor kriegen, nach deren Entwicklung, sind ziemlich praktisch, weil die sehr stark sind. Finde ich auch eine gute Idee. Also man sieht hier, die alten Spiele hatten Giftbruder. Jo. Dann gucken wir mal, was könnte denn Fadenschuss, Härtner. Ich nehme mal Fadenschuss weg. Obwohl, ja komm, Fadenschuss. 1, 2, und schupp. Smetbo hat Fadenschuss vergessen und Smetbo erlernt Giftbruder. So, Hornlio. Ja, dann wechseln wir doch mal. Ich würde gerne mal mein Taubsi ein bisschen weiter trainieren. Deswegen kommt mal Taubsi dran. Hornlio. So, machen wir einen Windstoß. Sollte eigentlich Schaden machen. Genau, macht Schaden. Oh, ein Fadenschuss. Und er macht mir 300 Schaden. Also, noch ein Fadenschuss sein. Naja, in der Serie ist der Fadenschuss etwas stärker. Aber gut. Ist halt das Spiel. Obwohl man muss sagen, das Spiel ist auf jeden Fall besser als die Serie. Da gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. So. Noch ein Windstoß und das Raupi war's. Das Raupi. Genau, und das Raupi ist weg. So, das Raupi. Spieler besiegt. Käfersammler Attila, du hast mich wieder besiegt. All die Gewinne an 120 Pokédollar. Und komm auch hier rum. Ja, komm mal, cool. Hallo. Überall sind Brennnesseln und ich trage Schrott. So ein Mist. Ja. Egon heißt er. Oh, Teenager Egon. Los geht's mit Bo. Konfusion. Die Animation von Konfusion hat sich aber auch nicht so groß geändert. Retter. Was ist gut gegen Gift? Ich glaube, Feuer ist gut gegen Gift. Ja, mein Texto nutzt zwar alles weg, aber egal. Retter. Okay, los geht's. Was? Mit Rohr. Blut sollte eigentlich reichen. Was ich hier auch gut finde, dass man für das... Ja, ein KP, danke. Das für Angriff, glaube ich, wenn Angriff sinkt oder steigt, kommt so ein rotes. Wird das Pokémon rot und bei Verteidigung wird's, glaube ich, blau beim Verteidigungswert. Und bei Genauigkeit war es, glaube ich, lila. Finde ich gut und schlecht, weil man weiß dann sofort, welcher Wert es ist, und dann schlecht ist halt einfach nur, dass man nicht weiß, ob es jetzt... Also nicht so genau sehen kann, dass es jetzt hoch geht oder runter geht. Sag ich jetzt mal. Keine Ahnung, wie man es nennt. Steigt oder sinkt. Wäre ich heute doch nur daheim geblieben. Also mit 176 Pokédollar. Und noch. Warum schaust du mich so fasziniert an? Ja, so eine hässliche Fresse habe ich halt schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Eine Herausforderung von Göre Frederike. Ratzfratz wird von Göre Frederike in den Kampf geschickt.
Smetbo.